Arnold, der 1131 hört. Fahrt mal bitte ins Ramada Hotel in Köln-Straße 99. Und zwar wurde uns ein Hinweis von einer Frau Hübner gegeben, dass dort ein geplanter Drogen- bzw. Waffendeal über die Bühne gehen soll. Oh. Lila soll ihr Ex-Freund sein. Melderin ist noch vor Ort. Ja, wir haben verstanden. Wir gucken uns das mal an. Ärger. Sie haben uns angerufen, oder was, ja, bei der Polizei? Genau. Und was ist mit Ihrem Ex-Freund? Mein Ex-Freund, also der war heute zu mir gekommen und der meinte von irgendeinem so ein Treffen. Und ich denke mal, das Treffen, dass das zu bedeuten hat, dass der irgendwas mit Drogen zu tun hat oder dass der irgendwie mit Waffen dealt oder so. Ja gut, ist ja Ihr Ex-Freund, da werden Sie ja wissen, ob der was mit Drogen zu tun hat oder Waffen hat er. Wann haben Sie den Freund denn zuletzt gesehen? Hat er Sie gerade angerufen oder haben Sie... Nein, der war vorhin bei mir gewesen. Woher wussten Sie denn, dass das hier ist? Haben Sie ihn verfolgt oder haben Sie das mitgekriegt, dass es an diesem Hotel ist? Ich habe erwähnt hatte, dieses Hotel. Und deswegen. Ja, okay. Haben Sie ein Foto von dem vielleicht? Nein, aber ich kann ihn beschreiben. Sagen Sie mal eben kurz, wie er aussieht. Also, der hat so halt Locken und halt braune Augen. Und wie alt ungefähr? 30. 30. Wie heißt der? Steffen Becker. Steffen Becker. Wir suchen einen Herrn, Locken hatte der um die 30, gehört wohl hier irgendwie nicht hin vom Publikum her. Ja. Okay, das könnte vielleicht der Herr Becker sein. Herr Becker? Wie kommen Sie da auf den? Ja, so wie Sie ihn jetzt gerade beschrieben haben. Ja. So hieß er doch, oder nicht? Ja, das müsste, müsste so 30 Jahre alt sein etwa. Ja. Was soll mit dem genau los sein? Würden wir ihn gleich sagen. Hat er bei Ihnen eingecheckt? Wohnt er bei Ihnen oder was? Ja, der wohnt schon ein paar Tage hier, ja. Okay, wie lange? Wie lange? Wochen schon. Sie haben ja so einen Generalschlüssel, ne? Ja, mit dem müssen wir uns einmal Zutritt in die Räumlichkeiten von dem Herrn Becker verschaffen. Ja, na klar. Können Sie uns da einmal reinlassen? In welchem OG ist das? Ja, klar, das ist hier unten direkt, ja. Oh, hier unten. Also in Uniform führt man natürlich keine Ermittlungen durch. Jetzt haben wir die Situation hier eine andere. Das heißt, wir haben einen Deal, der hier wohl anscheinend auf frischer Tat stattfinden soll. Und da ist es natürlich unerheblich, ob wir jetzt zivil oder in Uniform uns dem Tatort hier nähern. Für uns ist wichtig hier, dass die Personen sich nicht von diesem Ort, von dem Tatort entfernen und dass wir halt die dingfest machen. Ich ziehe mir auf. Okay, jetzt nur mit Zilo die Waffe. Alles klar. Oder halt, dann habe ich die Hände frei. So. Okay. Du sicherst nur. Ich gehe einfach mal ran. Ich lache. Drei. Polizei! Ja. Oh, hoch, hoch, hoch! Runter! Mein Freund, was ist das hier? Hä? Hände auf den Rücken! Hände auf den Rücken! Ja, voll die Scheiße! So, einmal rüber hier, komm. Anderer Arm. Alles gut. Okay, Platz machen. Komm, komm. So, setzen Sie sich mal daneben hier. Kommen Sie her. So, Jungs, was habt ihr denn hier getrieben? Rüber. Hm? Kommen Sie mal rüber. Die Party hier feiern. Setzen Sie sich mal. Was ist denn, eine Koksparty oder was? Mensch, was ist ein bisschen Koks da? Was wollen Sie uns denn mit dem so ein bisschen Koks hier? Ja, wenn das alles ist, ne? Das werden wir jetzt mal gucken. Sagen wir, holen mal einen Verstärkungswagen. Dass wir und Verstärkung, dann sollen die auf die zwei aufpassen. Wir gehen gleich runter in die Tiefgarage. Herr Becker, Ihr Autoschlüssel, wo ist der? In Ihrer Tasche? Wir brauchen einen Wagen zur Verstärkung. Dann wissen Sie nicht, doch, Sie haben ein Auto. Mit Rauschgift bzw. augenscheinlich Koks. Gut, dann müssen wir den selber suchen, das ist mir auch egal. Ja, werden wir auch. Stellen Sie sich mal hin. Das ist, können Sie die Kollegen hier einmal hier bitte einweisen? Ja? Machen Sie mal die Beine auf. Dass Sie vorne am Empfang eben bitte kurz warten. Machen Sie die Beine auseinander, ist das so schwer? Hä? Wir haben zunächst keine Verstärkung gerufen, weil wir zunächst einmal die Information hatten, dass es sich um eine Person handelt, die sich in dem Hotelzimmer befunden hat. Und mit einer Person zu zweit dieses Verhältnis ist, denke ich, okay.
haben aber dann festgestellt, dass wir zwei Personen haben, die sich möglicherweise auch gegenseitig decken. Von daher ist es wichtig, da Verstärke hinzuzurufen, um da einfach eine räumliche Trennung stattfinden zu lassen, um es hinterher den ermittelnden Kommissaren zu vereinfachen, die Dinge zu erfahren, die noch wichtig sind für die Verurteilung. So, hier haben wir schon mal einen. Guck mal, was haben wir denn hier? Einen Steffen Becker. Ja, sieht, doch. Sieht aus wie ein alter BMW. Ja, ja. Das ist doch schon mal gut. Passt der zu dem Auto, der im Keller steht, der Wagen? Herr Becker? Das ist nicht mein Auto. Sondern? Von wem ist der Wagen? Haben Sie den, geklaut oder was? Nö. Sondern? Oh, Sie können sich wieder setzen. Kommen Sie mal nach vorne. Jetzt setzen Sie sich mal in die Ecke da. Schön durch. So. Schön durch. So. Also richtig viel Geld hat er ja nicht mit, ne? Kann ich mein Hemd wenigstens wieder anziehen, bitte? Aus Berlin kommen Sie. Hier ist ein kleines Messer am Schlüsselbund. So, junge Frau, wir haben Ihnen doch gesagt, Sie sollen vor der Tür bleiben, oder? Nein, das ist so ein mich verarschen. Bleiben Sie sitzen. Jetzt ist noch ein Portemonnaie. Halt dein Maul! Bist du so eifersüchtig, oder was? Ich bin nicht eifersüchtig, alles klar. Ich dachte, unsere Beziehung so, moin. Setzen Sie sich. So, hast du die Sachen alle? Ja, ja, habe ich alle. Gut. Also, wir haben ganz kurz. Sie gehen jetzt einmal raus. Bringt die raus. Und dann kommt man immer wieder. So. Geht gar nicht. Wir müssen einmal im Keller ein Fahrzeug kontrollieren. Ja. Ja. Und einer müsste auf die beiden Jungs aufpassen. Immer sauberer, als ich dachte. Ah, hier ist ein Schlagstring. Ja? Ja, ja. Okay. Der ist schon mal verboten, aber das wird das mindere Delikt sein hier. Alex, guck mal. Ein Treffer? Ey. Boah, ein richtiger. Ja, und die Dinger wollte er loswerden, ne, die Messer? Ja. Das ist das, was er vorhin besprochen hat. Das darf ja nicht wahr sein. Das sind ja ein paar Kilo. Ja, hier wird ihr seriöses Haus gerade in ganz unseriöser Art und Weise missbraucht. Ja gut, ist mal gar nicht weiter. Ja, da sind, die sitzen auf jeden Fall einige Zeit. Guck mal, das wird verschickt, der Scheiß. Ja, das Ungewöhnliche bei dem Fund im Kofferraum war ein Paket, also eine normale Paketpost mit Etikettenaufkleber, also eine Art Gerichtspost. So haben die wohl ihre Drogengeschäfte auch erledigt. Nicht nur persönlich, sondern auch im Postweg. Papenburg. Kanzlei. Ja, das wird schon verschickt. Also, was haben wir hier noch nie erlebt? Haben die schön als Gerichtspost getarnt. Ja, komm, stellen wir sicher, holen wir gleich. Schließen wir die Karre erstmal. Stellen wir die ganze Karre sicher, ja. Arnold für den 11.23. Ja? Zweite Freund Person. Joe Haug. Haug, wie man es spricht, 5. Und wie sind Sie hier hingekommen? 75. Haben Sie ihn besucht? Ja, ich habe ihn hier. Oder sind Sie zusammen mit ihm? Ja, ich habe ihn hier besucht. Und wann sind Sie hier eingetroffen am Hotel? Heute früh. Also mein erster Eindruck von seinem Kumpel war, der wollte abhauen. Ja, und wer vor der Polizei flüchtet, der hat im Regelfall was zu verbergen. Von daher ist es naheliegend, dass er auch was mit seinen illegalen Machenschaften zu tun hat. Kurz interessante Info von Arnold. Und zwar hier, unser junger Mann wird, hat einen offenen Haftbefehl. Den ist ja schön. Siehst du, hat er die 8 schon auf dem Rücken, das passt doch. Dann passt das doch, ne? Also, ist doch hervorragend. Also ist wegen BTM und Verstoß gegen das Waffengesetz vorbestraft. Aber das passt ja zu dem Fund, den wir da gerade haben. Würde ich auch sagen. Gut. Ich nehme den schon mal mit. Genau. Ihr könnt ja, den davon nehmen, dann richtig. Auf der Wache. Alles klar. Alles klar. Sehr schön. Gut. Gut. Herr Haug hat einen offenen Haftbefehl und er muss diesen auch antreten. Und das, was jetzt hier gerade passiert ist, wird haftverlängernd wirken. Das heißt, er sitzt seine mehrjährige Strafe ab und im Anschluss wird die Strafe entsprechend vollstreckt, gegen die er entsprechend hier verstoßen hat. Das heißt, er hat gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen und auch möglicherweise, wie sein Kollege Becker auch, gegen das Waffengesetz. So, Herr Becker, nochmal zu Ihnen. So. Ich will das, keine weiteren Angaben. Gut, müssen Sie auch nicht, ja? Müssen Sie nicht. Können sich einen Anwalt bestellen. Ja, wenn Sie kein Geld haben, stellen wir Ihnen einen. Aussagen müssen Sie auch nichts. Ja, Ihre Freundin, Ihre ehemalige, die hat sich jetzt wohl gerecht bei Ihnen. Ne? Können wir noch mal klarstellen, warum die das getan hat? Weil anscheinend. Ist wohl gelungen, ne? Hm? Haben Sie sie irgendwie verletzt? Auf was? Auf Ihr Leben? Ah, okay. Und das hat hier nicht geschmeckt.
Herr Becker wird eine mehrjährige Freiheitsstrafe bekommen. Davon ist auszugehen. Und die wird auch nicht zur Bewährung ausgesetzt.